Wenn man hier hinkommt, findet man, glaube ich, einen sehr intensiven Ort. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht so richtig vorstellen, hier hinzugehen. Wenn man ein unanstrengendes Studium haben möchte, ist die ZU auf keinen Fall der richtige Ort dafür. Und da bin ich neugierig geworden und wollte wissen, was denn diese kleine Uni auf der anderen Seeseite mit den Leuten macht. Die ZU bedeutet für mich vor allem erstmal so eine Art Startbahn des Lebens. Klar, also natürlich ist Studium herausfordernd und anstrengend, und es ist aber vor allem immer genauso anstrengend, wie man es machen möchte. Die meisten Leute hier haben Lust auf die Herausforderung und haben Lust, sich ihre eigene Herausforderung zu schaffen. Weil ich kam aus dem Ausland und hatte so viele Fragen zu den Themen wie Ungerechtigkeit, wie funktioniert eigentlich diese Welt, und habe es nicht verstanden, und diese Fragen waren in keinem anderen Studium irgendwie repräsentiert. Das Besondere an dem ZU-Seminar ist, dass zum einen unglaublich viel diskutiert wird. Also es wird keine Theorie, kein Satz eigentlich so stehen gelassen, wie er gesagt wurde. Es wird alles umgedreht und diskutiert. Auf einem abstrakteren Level funktioniert die Lehre an der ZU unter anderem auch so, dass wir Studenten Formate und Ideen mit einbringen können und aktiv mitgestalten können, was auf dem Lehrplan steht, und unsere Fragen und unsere Ideen dort mit einbringen können. Allein durch diese ganzen Formate der studentischen Forschung, dass wir Studenten Fragen entwickeln und Fragen an die Welt gehen. Aber ich glaube, dass, was es erfolgreich macht, wodurch man da Spaß dran hat, ist, dass man in Gruppen oft forscht, mit Studierenden zusammen und nicht alleine. Dass man ein sehr, sehr enges Betreuungsverhältnis haben kann. Die ZU ist wie eine große Familie. Man hat solche Unterstützungsleistungen wie das Talent Center, wo man nicht einfach die Anforderungen auf den Tisch bekommt, du musst ein Praktikum machen, sondern ich helfe dir dabei, dieses Praktikum zu finden. Wenn es darum geht, dass man ins Ausland gehen will, da haben wir ein International Office, was dann dafür sorgt, dass man hinterher keine Sorgen hat, dass die Kurse nicht anerkannt werden. Also da gibt es unglaublich viele Unterstützungsleistungen. Wir haben eine gut ausgestattete Bibliothek, die 24 Stunden geöffnet hat. Man kann immer kommen und gehen, wann man will. Alles ist verkopft, nicht alles ist wissenschaftlich, und deswegen gibt es halt super viele Initiativen, wo Leute ihren eigenen Interessen nochmal außerhalb der Kurse und Seminare mit ihrer eigenen Struktur nachgehen. Die Art und Weise, wie das bei uns organisiert ist, ist dann am Ende ja auch irgendwie nah da dran an so einem Gründungsmoment. Also jeder kann irgendwie Leute um sich scharen, eine Initiative gründen. Ja, also das Gründungsinteresse an der ZU ist schon da. Es gibt viele Leute mit super spannenden Ideen. Also natürlich bietet die Uni neben normalem Uni-Alltag auch Programm zum Ausgleich. Und es ist tatsächlich so, ja. Also zwischen Seminaren wird unten gebeacht oder man liegt in der Sonne oder geht irgendwie kurz baden oder streckt nur die Füße rein. Im Winter ist es nicht weit zum Skifahren. Wir haben ein wahnsinnig vielfältiges Hochschulsportprogramm. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche morgens zum Rudern gehe. Und ich genieße das einfach unglaublich. Ja, ich habe den Ausgleich, ich habe den See, die Ruhe, kann Sport treiben, wie ich will, aber habe sozusagen auch die Freiheit des Denkens. Also die ZU ist anstrengend in der besten Art und Weise, wie ich es jemals kennengelernt habe. Also man erwirbt hier nicht nur akademisches Wissen, sondern du entwickelst dich so sehr weiter durch die Uni, durch die Kurse natürlich, aber vor allem durch die Studenten, durch deine Kommilitonen. Und das hätte ich persönlich niemals erwartet. Ich glaube nicht, dass jeder Student, der hier hinkommt, notwendigerweise schon die abschließende Idee für sich haben muss. Aber man muss den Willen und das Potenzial haben, um sich eine Idee zu suchen. Und wenn man mit Mut zeigen kann, dass man nicht so richtig weiß, wer man ist, dann denken alle plötzlich, oh, der ist aber selbstbewusst und oh, der weiß aber, was er will. Und ja, das wünsche ich den Leuten, wenn sie hier sich bewerben.